Die Demokratische Republik Somalia ist ein untrennbarer Bestandteil der revolutionären Weltbewegung. Das Volk von Somalia, das am eigenen Leibe die ganze Last von Kolonialherrschaft und neokolonialistischer Ausbeutung verspürt hat, ist seit der Revolution vom Oktober 1969 fest entschlossen, den Kampf für die nationale und soziale Befreiung bis zum Endziel, dem Sieg des Sozialismus, fortzusetzen. Präsident Mohamed Siad Barre auf dem 25. Parteitag der KPDSU. Afrika. Reden wir nicht vom blauen Himmel, nicht von der unbarmherzigen Sonne, nicht vom Zauber der Ferne und der Fremde oder dem Reiz des Unbekannten. Denn neu ist das alles nicht. Kino und Fernsehen haben auch Afrika längst gewöhnlich gemacht. Es ist, wie es in unseren Vorstellungen lebt, und doch anders, alltäglich und nah, erregend, nüchtern, wenn wir es sehen mit dem Blick des Klassenbruders. Menschen Afrikas, Bürger der Demokratischen Republik Somalia, 5 Millionen nach letzter Schätzung. Ihr Land vom Osthorn des Kontinents bis zum Äquator, über 3000 Kilometer Küste, dahinter wenige fruchtbare Gebiete an seinen Flüssen, Steppe meist und Wüste. Aus der Geschichte bekannt als das Land des Weihrauchs und der Myrrhe, aber auch des Sklavenhandels, als eines der Armen der Welt. Einst britische und italienische Kolonie, Bananenlieferant. 1960 die Unabhängigkeit, 1969 Revolution. Selbstvertrauen, Selbsthilfe, das nationale Gebot. Nur jeder Hundertste konnte lesen und schreiben. Sie erklärten der Unwissenheit den Krieg. Davon wollen wir reden. Somalia, 1976, die große Anstrengung. Ein Flugzeug ist gekommen, der Esel ist weggerannt. Abdullah Hassan kämpfte gegen die Kolonialherren 20 Jahre lang zu Beginn unseres Jahrhunderts. Sayyid Muhammad Abdullah Hassan wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee gaalada la dagaalamay naftiis u huru ahaa oo inuu Soomaali xornimo u socsho ayuu doonay. Ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon. Xooluhu. Caws. Bay. Das Vieh frisst Gras, Kamele trinken Wasser. Biyo. Ayu. Sie lernen jetzt lesen und schreiben, waren einst Nomaden. Von Viehzucht und Ackerbau leben die meisten in diesem Lande. Okay.
Lernen nach der Tagesarbeit. Die Bewegung unseres Planeten im Sonnensystem. Das wissenschaftliche Weltbild. Will you please go to the blackboard and explain this redox reaction using electronic equations? Noch in englischer Sprache, die Lehrerin aus der Sowjetunion. Equation. We see that some element is changed their valency after the reaction. At the cathode. Chemie an einer Oberschule der Hauptstadt, Kenntnisse über die materielle Natur der Erde. At the cathode. Hydrogen will discharge. Ein Frauenbildungszentrum. An der Tafel das Wort Revolution. Beginnende Industrialisierung in einem Agrarland. Einen gelernten Beruf haben, nicht länger Gelegenheitsarbeiter sein. In einem der ersten Ausbildungszentren Fachkräfte aus der DDR, wo die eigenen Kräfte noch nicht reichen, helfen die sozialistischen Staaten. كوب قرعة مسكوب سليد لبا حبو أولين غنانا سانة تون لبا حبو لبا كومو In Kursen für Haushaltswissenschaft sich Fertigkeiten aneignen für die neue Familie in einer sich wandelnden Gesellschaft. Kochen wird auch gelernt. Vor allem aber wird vermittelt die Idee der Gleichberechtigung auch in Afrika. So now it's fine. Not too much heat. Oh, it's fine. Die einen geben uns einen Fisch und wenn wir ihn gegessen haben, hungern wir weiter. Die anderen geben uns das Angelzeug, damit wir alle Tage satt werden. Das wurde gesagt bei der Eröffnung dieser Lehrwerkstatt, Volksweisheit im somalischen Sprichwort. Lehrerbildungsinstitut an der Nationaluniversität. Genoss der Präsident Siad Barre neben Marx, Engels, Lenin. Studium der Wissenschaft des Marxismus-Leninismus. Auch für Somalia die theoretische Grundlage zur Veränderung der Gesellschaft. Voraussetzung für den historischen Fortschritt auch in Afrika. Die Entwicklung einer Arbeiterklasse. Erstmals wird in Somalia Eisen geschmolzen für dringend benötigte Ersatzteile und einfache landwirtschaftliche Geräte. Die Fabrik ist neu, die Produktion noch in den Anfängen. Aber es stärkt das Vertrauen in die eigene Kraft, hilft schneller auf eigenen Füßen zu stehen. Thank you.
Am Beginn des nicht-kapitalistischen Weges sagte Genosse Ziad, Arbeit ist das Rückgrat der Wirtschaft eines Landes. Wir beabsichtigen, die Regierung in die Hände der arbeitenden Menschen zu legen. Im siebten Jahr der Revolution, Gründung der somalischen Revolutionären Sozialistischen Partei, Orientierung auf die Ausübung der Demokratie durch das werktätige Volk, die führende Rolle der Arbeiterklasse in der Perspektive. Damit beginnen, den Hunger endgültig zu besiegen, Bau eines Staubeckens. Bau eines Bewässerungssystems. Mit sowjetischer Hilfe, wie in anderen Ländern, auch hier am Äquator. Wo Wasser ist, wird das ausgetrocknete Land zur Oase. Wasser nicht nur in Flussnähe und Wasser zu allen Jahreszeiten, dann werden vier und mehr Ernten sein. Bildunterschrift Sport in Somaliland. Kolonialzeit. Mogadischu, weiße Perle am Indischen Ozean. Erniedrigung, Ausbeutung, Hungerlohn. Die Herren Kolonisatoren. Sie ist 19 Jahre, besuchte die Oberschule, lernte aus Büchern in Englisch, Italienisch, Arabisch. Ein Schulbuch in Somal, das ist neu. Seit 1972 hat ihre Muttersprache eine eigene Schrift. Errungenschaft der Revolution. Jeder hat das Recht auf Arbeit und Bildung. Lernen und arbeiten mit dem wissenschaftlichen Sozialismus als angestrebtes Ziel. Imperialismus, Neokolonialismus, Rassismus heute. Noch ist der afrikanische Kontinent nicht völlig frei. Kämpfe. Siege. Mogadischu 1976, sauber machen zum Weltgesundheitstag. Nach der täglichen Arbeit, unbezahlte Arbeit für die Gesellschaft. Sieben Abende lang, somalischer Subotnik. Lenin sagt, ein kommunistischer Subotnik ist ein Anfang von ungewöhnlich großer Tragweite.
Es ist das der Anfang einer Umwälzung, die schwieriger, wesentlicher, radikaler, entscheidender ist als der Sturz der Bourgeoisie, denn das ist ein Sieg über die eigene Trägheit, über die eigene Undiszipliniertheit, über den kleinbürgerlichen Egoismus, über die Gewohnheiten, die der fluchbeladene Kapitalismus als Erbe hinterlassen hat. Volksrepublik Angola. Während der Arbeit an diesem Film befreite sich das 47. Land Afrikas. Mit Solidarität der Bruderstaaten der Demokratischen Republik Somalia und tatkräftig unterstützt vom sozialistischen Weltsystem. Heute Schüler, morgen Lehrer. Man sagt in Somalia, wenn du unwissend bist, lerne. Zählst du zu den Wissenden, lehre. In einem Schnellkurs werden aus 3000 ehemaligen Schülern 3000 Lehrer. Wir wollten nicht sprechen vom blauen Himmel und nicht von der unbarmherzigen Sonne Afrikas. Wir wollten erzählen vom Menschen, vom Bild des neuen Menschen, von der großen Anstrengung, Somalia 1976.